Wenn wir schon beim Thema Buchempfehlungen dabei sind, möchte ich euch gerne eins meiner ja, absoluten Lieblingsbücher vorstellen. Und zwar ist es das hier, The Big Five for Life by John Strzelecki. Das Ganze kommt natürlich auch auf Englisch, das hier ist die deutsche Version. Es geht darum, was wirklich zählt im Leben. Und zwar ist das Ganze in Geschichtenform geschrieben. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal von John Strzelecki gehört habt. Er hat auch die Bücher geschrieben wie Das Café am Rande der Welt, ein absolut wunderschönes Buch. Und es dreht sich bei ihm alles quasi um die Fragen, warum bist du eigentlich hier? Was ist der Zweck deiner Existenz? Und in diesem Buch, The Big Five for Life, wie gesagt, es ist eine Geschichte, das heißt, relativ leicht geschrieben, also es ist leicht nachzuvollziehen. Es ist kein klassisches Sachbuch, sondern es ist in Geschichtenform erzählt. Und es geht darum, um die Geschichte eines älteren Herrens, der eben ja eine Firma errichtet hat, der Menschen mitreißt, der Menschen begeistert. Und er sagt, jeder Tag ist ein Tag in dem Museum unseres Lebens sozusagen. Und es geht um diesen, was ist der Zweck deiner Existenz? Und er sagt, dass man idealerweise diese fünf großen, wie diese Big Five auch von der Safari, die man da kennt, die Tiere, ja, dass man aber quasi die Big Five in seinem Leben findet. Was sind die fünf großen Ziele in seinem Leben, die man erreichen möchte? Ob man jetzt selber mit fünf gut hinkommt oder ob man sagt, Mensch, ich habe ein Ziel und das möchte ich erstmal erreichen, das ist mir das Wichtigste in meinen 20ern. Und ob man dann ein nächstes nimmt, das bleibt natürlich jedem selbst überlassen. Aber er sagt, Mensch, dein Leben als Gesamtkunstwerk sozusagen, was möchtest du dort stehen haben, wenn du irgendwann vielleicht mal von diesem Planeten weggehst? Und ich finde, es macht Sinn, das auch ganz mal durchzudenken in eben verschiedene Lebensbereiche auch. Nicht nur Job, nicht nur Karriere, sondern vielleicht auch, was möchte ich in der Partnerschaft erreicht haben, was möchte ich in der Familie erreicht haben, was ist mein Lebensstil, welche Hobbys, welche Länder möchte ich bereist haben, möchte ich überhaupt reisen? Wie soll mein Geschäftsfeld umsehen oder aussehen, ja? Möchte ich mich selbstständig machen? Möchte ich angestellt sein? Welche Karrierestufe? Etc. pp. Dass man eben dem Ganzen ein bisschen mehr Gedanken widmet. Ich kann verstehen, dass es vielleicht jetzt nicht für jeden das Richtige ist, so ein Buch in Geschichtenform zu lesen. Gerade für die Leute, die vielleicht nicht so gerne Sachbücher allerdings lesen, ist es ein wunderschönes Buch. Es ist auch ein Buch, das ich habe empfohlen bekommen. Und ein Buch, das ich auch sehr, sehr gerne verschenke. Einfach weil es ja zum Anregen oder zum Nachdenken anregt, weil es die Leute ein bisschen so weit dazu bringt, mal weiterzudenken, weiter zu träumen, mal tiefer in sich hineinzuhorchen. Es thematisiert auch ja natürlich ein Stück weit das Tabuthema Tod, Sterben, Ende des Lebens. Allerdings in einer solchen Form, wo man denkt, Mensch, ja, das Leben ist eben endlich. Was kann ich dafür tun, dass die Tage oder die Wochen, ja, dass sie mit Leben gefüllt sind? Was möchte ich erreichen, um sagen zu können, dass dieser Tag oder auch jeder Tag eventuell ein guter Museumstag war? Was wäre der eine besondere Teil an diesem Tag, wenn ich ein Foto posten könnte oder ein Foto irgendwo aufhängen könnte? Was sollte dort drauf sein? Wofür bin ich dankbar? Das müssen auch nicht immer nur die tollsten Erlebnisse sein, sondern manchmal sind wir ja vielleicht auch dankbar für Erlebnisse, die uns prägen, Dinge, die vielleicht schiefgelaufen sind, von denen wir gelernt haben, etc. Das heißt, für jeden, der ja, momentan auf der Suche nach dem Sinn ein Stück weit ist, der eine Denkanregung haben möchte, tolles Buch, wirklich einfach geschrieben. John Strzelecki, wie gesagt, ist auch auf Englisch natürlich verfügbar. Das Café am Rande der Welt ist auch als Audiobook beispielsweise verfügbar. Es ist ein ganz, ganz kurzes. Ich habe es damals gehört. Ich glaube, es hat ja, vielleicht zwei Zugfahrten oder so gedauert. Also es war wirklich ein kurzes Buch. Das hier ist natürlich auch nicht besonders dick. Das hat insgesamt 236 Seiten und es ist wirklich ein Taschenbuch. Also ihr seht ja, es ist super dünn. Das heißt, ja, wenn ihr einfach ein schönes Buch für abends mal haben möchtet oder die Winterzeit oder im Sommer am Strand, ja, ich kann es euch nur ans Herz legen. Es ist ein tolles Buch. Es ist eins, das mir ja nicht unbedingt jetzt super viel neue Erkenntnisse gebracht hat, weil ich mich auch mit dem Thema schon viel auseinandergesetzt habe. Aber ein Buch, das ich gerne
ja auch demnächst einfach nochmal lesen werde, weil es natürlich ein Stück weit einfach nett ist, wie es die Sachen thematisiert, aber auch genug Denkanregungen gibt. Also wirklich zum Thema, was ist der Zweck deiner Existenz, was natürlich auf dem, warum bist du eigentlich hier, Fragestellungen beruht. Und für jeden, der auf der Reise ist, diese Fragen für sich selbst zu beantworten, der weiß, dass es sehr schwierig ist, diese Fragen zu beantworten, ja. Viele von uns sind sehr unklar darüber und ja, wenn ihr einfach dort Denkanregungen haben möchtet, schaut es euch einfach mal an.